Willkommen zum aktuellen IG Market Update. Die Marke von 9.800 Punkten erweist sich für den DAX bis auf Weiteres als zu hartnäckiger Widerstand. Der Aufwärtsdynamik scheint nun doch langsam die Luft auszugehen. Allzu überraschend kommt die Konsolidierungsphase allerdings nicht. Zur Erinnerung, den 1.000-Punkte-Einbruch zwischen Anfang Juli und Anfang August hat der DAX mit einer Aufholjagd von rund 750 Punkten zu einem großen Teil wieder wettgemacht. Und mit der nachhaltigen Rückeroberung der 200-Tageslinie hat sich auch das charttechnische Bild wieder deutlich aufgehellt. Die fulminante Erholungsbewegung indiziert jetzt allerdings eine zumindest kurzfristig überkaufte Marktlage. Zudem ist die Euphorie über Mario Draghis Geldsegen nun weitestgehend abgearbeitet und Anleger wenden sich wieder dem Tagesgeschäft zu. Letzteres bestand zuletzt aus sich zusehends schwächer entwickelnden Konjunkturdaten und der Abschätzung des geopolitischen Risikopotenzials, im Besonderen der Ostukraine. Darüber hinaus wächst die Sorge vor den Folgen einer möglichen Abspaltung Schottlands vom Vereinigten Königreich. Eine schwach eröffnete Wall Street tut schließlich ihr Übriges dazu. Der DAX quittiert die Gemengelage mit dem momentan zu beobachtenden Rücksetzer. Wer weiß, ob die abendliche mit Spannung erwartete Apple-Präsentation bereits wieder einen Richtungswechsel anstoßen kann. Zur Stunde testet der deutsche Leitindex die Marke von 9.700 Zählern und notiert damit knapp oberhalb besagten Preislevels 0,5% schwächer. Der Euro kann sich zumindest ein wenig stabilisieren und weist bei 1,2924 US-Dollar ein Plus von 0,2% aus. Gold gibt indes 0,1% auf derzeit 1.254 US-Dollar je Feinunze nach.